Hallo und herzlich willkommen. In den nächsten Videos stelle ich euch alle Tasteninstrumente vor. Wie sie funktionieren, wie sie klingen, wie der Ton entsteht und alles Wissenswerte erzähle ich euch und zeige ich euch. Wir fangen heute mit dem Klavier an oder mit dem Flügel. Ich zeige euch dann noch das Spinett, das Akkordeon, die Orgel und Keyboards, also elektronische Tasteninstrumente. Und nun viel Vergnügen. So, und nun wundert euch nicht, dass ich mit der Gitarre hier da sitze, denn eine Gitarre ist genau wie ein Klavier ein Saiteninstrument und ein bisschen was kann man schon an der Gitarre erklären. Die Gitarre hat also gespannte Saiten. Und wenn man die berührt, also zupft, direkt berührt, erzeugt man den Ton. Das ist der Unterschied zum Klavier oder zu einem Tasteninstrument. Hier erzeugt man den Ton direkt und bei einem Tastenton erzeugt man den Ton indirekt mit einer Taste. Und da ist jedes Mal noch eine Mechanik dazwischen. Direkter Tonerzeugung, indirekter Tonerzeugung. So, und jetzt gehen wir mal noch etwas näher ran. Ihr seht also hier dicke Saiten für die tiefen Töne und dünne Saiten für die hohen Töne. Und wenn man ganz nah rangeht, sieht man, dass die Saite schwingt. Ah, es haben zwei geschwungen, dass die Saite schwingt. Und wenn man jetzt den Finger drauf hält, ist es gedämpft und die Saite schwingt nicht mehr. Dämpfer. Direkt erzeugen, Dämpfer. Okay, das zur Physik der ganzen Geschichte. Und dann hat die Gitarre noch einen Resonanzkörper. Das heißt, ohne dieses würde die Gitarre nicht schön klingen. Und je besser das Holz ist, je teurer das Holz ist und je besser es verarbeitet ist, umso teurer wird die Gitarre und umso besser klingt sie. Aber nun schauen wir uns Klavier an. So, und dann schauen wir uns das Klavier mal an. So sieht es also aus. Das Klavier steht auf drei Beinen. Genauer muss ich sagen, der Flügel steht auf drei Beinen. Die Beine haben unten Rollen. Und diese Rollen stellt man in solche Schälchen, damit der Fußboden nicht kaputt geht. Dann hat das Klavier eine Tastatur mit 88 Tasten. Die weißen Tasten wurden früher aus Elfenbein gemacht. Und die schwarzen Tasten aus Ebenholz. Elfenbein nimmt man natürlich heute nicht mehr. Heute macht man das aus Kunststoff. Und wenn wir dann noch hier runterschauen, das Teil, wo die Pedale dran sind, das heißt Lyra. Und wie die Pedale funktionieren, erkläre ich euch noch. Nur schon so viel Gas und Bremse ist es nicht. Nun kann man bei dem Klavier zunächst mal einen Teil vom Deckel aufklappen. Das geht also so. Und zum Vorschein kommt das Notenpult. Das zieht man also etwas raus und kann es aufstellen. Jetzt kann man also die Noten ans Klavier stellen. Von dem Deckel habe ich ja schon erzählt und den kann man jetzt noch ganz aufmachen. Wenn man den weiter aufmacht, kommen die Töne natürlich viel lauter raus. Das braucht man hier in der Stube nicht, aber auf einer Konzertbühne ist der Deckel vom Klavier geöffnet.
so sieht das dann aus. Um richtig hineinschauen zu können, kann man das jetzt noch ein bisschen auseinandernehmen, das Klavier, und das mache ich jetzt für euch. Als erstes nehmen wir also das Notenpult weg und als zweites lässt sich noch der Deckel abmontieren. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das Klavier funktioniert. Wenn wir jetzt also hier hineinschauen, sehen wir, dass eine ziemlich komplizierte Mechanik existiert, die also nachher den Ton auslöst. Und wie das von oben aussieht, machen wir im nächsten Schnitt. Wenn man jetzt in den Flügel hineinschaut, ist das, was so gold aussieht, ein Rahmen, der aus einer Metalllegierung gegossen worden ist. Und dann sieht man hier, wie bei der Gitarre, die Wirbel, und von den Wirbeln gehen die Saiten ab. Das Holz unter den Saiten, was ihr seht, das ist eine Holzplatte und die ist beim Flügel oder beim Klavier der Resonanzboden. Und das entsteht kein schöner Klang. Dieser ist sehr empfindlich. Wenn es zu trocken ist, kann der reißen und dann scheppert das Klavier. Und damit das nicht passiert, hat man einen Luftbefeuchter. Für die hohen Töne gibt es dünne Saiten. Für die tiefen Töne gibt es dicke Saiten. Und wenn ich nochmal zurückfahre, seht ihr, dass die Saiten über Kreuz gespannt sind. So, und da wir so viele Saiten haben, brauchen wir so einen stabilen Rahmen, dass der nicht zerbricht und sich das Klavier nicht verstimmt. Immerhin, wenn alles fertig ist, wirken 10 Tonnen Zugkraft auf den Rahmen. Nun gucken wir mal rein. Man spricht, früher hat man von einem Hammerklavier gesprochen, weil der Ton mit Hämmern erzeugt wurde. Wenn ich die Taste drücke, schlägt von unten ein Hammer gegen die Tasten. Und er fällt auch sofort wieder runter. Bleibt also nicht an der Taste dran. Hier oben drüber, diese schwarzen Dinger, das sind die Dämpfer. Und immer wenn ich auf die Taste schlage, hebt sich der Dämpfer. Und wenn ich loslasse, senkt sich der Dämpfer wieder und der Ton ist weg. Und jetzt kommen die Pedale ins Spiel. Wenn ich also auf das rechte von den beiden Pedalen trete, gehen alle Dämpfer auf einmal hoch. Hat man gesehen? Mache ich nochmal von der Seite. Jetzt sind alle Dämpfer oben und der Ton, den ich schlage, klingt unendlich weiter. Und die anderen Saiten werden sogar zum Schwingen mit angeregt. Dämpfer los, Ton ist weg. Und das andere Pedal ist dafür, da kommen die Hämmer etwas näher an die Saiten und schlagen nicht mehr mit so viel Schwung an und der Ton ist etwas gedämpft und leise. So, wieder alles zusammengebaut. Die ersten Flügel hießen übrigens Hammerflügel,
Die Hämmer habt ihr gesehen, die sind übrigens mit Filz bespannt, sodass das also einen schönen Klang gibt. Und die ersten Flügel hießen auch Pianoforte. Piano steht in der Musik für leise und Forte steht in der Musik für laut. Und das hängt damit zusammen, dass man bei sanften Spielen einen leisen Ton erzeugen konnte und bei etwas stärkerem Anschlag einen lauten Ton. Piano Forte. Das Forte hat man später weggelassen, dann hießen die Flügel nur noch Piano. Das ist ein Stutzflügel, der ist nur 1,50 Meter lang und passt also auch in die Stube. Konzertflügel sind über 2 Meter lang und haben noch einen viel besseren Klang. Und ich habe in dem Video immer von Klavier fälschlicherweise gesprochen. Ich habe euch natürlich einen Flügel gezeigt. Das Klavier funktioniert im Prinzip genauso, nur dass die Mechanik so senkrecht steht, was hier waagerecht ist. Das Klavier wurde erfunden, als im Bürgertum die Hausmusik modern wurde und jedes Kind musste irgendwie, wer es sich leisten konnte, Klavier spielen lernen. So, hier noch ein praktischer Hinweis. Ich habe euch schon den Luftbefeuchter gezeigt. Hier seht ihr noch zwei solche Flächen am Notenpult und die waren ganz früher dazu da, um Kerzen draufzustellen. Das brauchen wir nicht mehr, weil wir ja ordentliches Licht haben und deshalb stellt man da auch gerne mal ein Bier drauf. Jetzt gehen wir zum Spinett.